Der Klimawandel und seine Folgen kennen keine Ländergrenzen. Auf der ganzen Erde sind die Ursachen zu finden und die Auswirkungen zu spüren. Deshalb muss effektiver Klimaschutz global angegangen werden. Ein wichtiges Datum ist der 21. März 1994. An diesem Tag trat die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen in Kraft. Das inzwischen von 196 Staaten ratifizierte Abkommen hat das Ziel, eine von Menschen verursachte Störung des Klimasystems zu begrenzen. Seitdem findet jährlich die UN-Klimakonferenz statt. Das Ziel, die Verpflichtungen der Konvention zu konkretisieren, gegebenenfalls zu verschärfen und den Fortschritt zu überprüfen. Ein Meilenstein ist das Treffen 1997 in Kyoto. Das Kyoto-Protokoll legt erstmals völkerrechtlich verbindliche Zielwerte für den Ausstoß von Treibhausgasen in den Industrieländern fest. Es trat am 16. Februar 2005 in Kraft. Am 12. Dezember 2015 wird das Übereinkommen von Paris verabschiedet. Ein Vertragswerk, das erstmalig Regelungen und freiwillige Verpflichtungen für alle Staaten festlegt. Die Staatengemeinschaft einigt sich darauf, die menschengemachte globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad und möglichst auf 1,5 Grad gegenüber vorindustriellen Werten zu begrenzen. Verlässliche Daten zu Emissionsmengen und Quellen sind Voraussetzung, um die Reduzierung von Treibhausgasen zu überprüfen. Um die Daten zu ermitteln, gilt das Quellen- und Territorialprinzip. Für alle Treibhausgase und Luftschadstoffe werden die Emissionsquellen innerhalb der Landesgrenzen ermittelt. Dazu zählen zum Beispiel die Industrie, der Verkehrssektor oder die Landwirtschaft. Emissionen, die mit importierten Produkten oder Dienstleistungen verbunden sind, werden nicht berücksichtigt. Die Ergebnisse werden in einem Emissionsinventar zusammengefasst und jährlich an die Staatengemeinschaft berichtet. In Deutschland ist dafür das Umweltbundesamt zuständig. Technisch ist es allerdings nicht möglich, alle Emissionen direkt zu messen. Deshalb werden sie nach international einheitlichen Vorgaben berechnet. Die Aktivitätsrate beschreibt dabei das Ausmaß eines bestimmten emissionsverursachenden Vorgangs, zum Beispiel die Menge der eingesetzten Brennstoffe zur Stromerzeugung, die Anzahl der Tiere in der Landwirtschaft, die zurückgelegten Kilometer im Verkehr. Der Emissionsfaktor gibt an, wie hoch die durchschnittlichen Emissionen bezogen auf die jeweiligen Aktivitäten sind. Zum Beispiel pro gefahrenem Kilometer oder pro verbrannter Tonne Kohle. Aktivitätsrate mal Emissionsfaktor ergibt dann die Höhe der Emissionen. Für diese einfache Berechnung müssen allerdings meist in der Praxis und für jedes Treibhausgas viele weitere Parameter berücksichtigt werden. Für den Straßenverkehr sind das beispielsweise die Fahrzeugart, der Kraftstoffverbrauch, die Art des Motors, die Art der Abgasreinigung, die Hubraumgröße, wo der Transport stattfindet oder auch der Zweck des Verkehrs. Die Ermittlung der nationalen Emissionen ist also ein komplexer und aufwendiger Prozess. Doch nur auf Basis dieser Daten können klimaschützende Maßnahmen geplant und gezielt umgesetzt werden.